Was geht ab, mein neuer Inni, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Heute ist es soweit, ich bekomme endlich mein neues Auto. Ich musste ja knapp vor 2 Monaten mein altes Auto abgeben, weil das Leasing auch abgelaufen ist. Heute bekomme ich ein neues Auto, allerdings nur für ein halbes Jahr, weil danach werde ich mir ein Auto kaufen, denke ich. Danach habe ich genug geleast und ich nehme euch heute mal einfach so mit auf den Tag und zeige euch dann natürlich auch das Auto. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute, abonniert den Kanal und wir gehen los. Ja, let's go. So, Freunde, Haare sind gemacht, Bart ist rasiert. So gehe ich jetzt dahin. Ganz entspannt, ganz gechillt. Ich bin ehrlicherweise wieder ein bisschen nervös, so wie bei meinem ersten Auto. So, Leute, Ernesto auf dem roten Teppich. Wir sind angekommen bei Mercedes. Wir holen jetzt mein Auto ab. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Die haben ja renoviert, also komplett neuer Boden und alles. Wir waren ja auch schon vor 2 Monaten hier, haben das Ganze dann abgewickelt. Und ja, wir gucken uns auf jeden Fall mal ein paar Autos an. Wir haben den Fabian am Start, der übergibt uns gleich das Auto, mit dem haben wir auch alles konfiguriert. Erne wird auf jeden Fall seine Maschine bekommen. Ja, das ist mein neues Auto. Eventuell der Mustanger 2-Farben-Lackierung, so wie sich das für Maybach gehört. Ja, wir dürfen hier nicht zu viel gucken, sonst bin ich gleich traurig. Geile Autos, Leute, der ist auch mega nice. Aber komm mal her, guck dir den mal an mit den gelben Bremssäffeln. Boah, schon wild. Aber da können nur 2 Leute rein, ne? Wenn man mit 2 Leuten unterwegs ist, schwierig. Egoistenauto. Aber muss auch mal sein. Aber guck mal, das ist raus, das ist doch nicht sehr. Ansonsten, wenn ich jemand hinten reinquetschen will, bei sonnigem Wetter mit offenem Dach, geht natürlich auch. Also ich würde da vielleicht reinpassen noch, aber jemand anders, glaube ich nicht. Weiß. C43, Leute. Mit diesem geilen Display in der Mitte, das feiere ich ja mega. Das finde ich jetzt nicht so nice, das finde ich so geiler, wenn es durchgezogen ist, aber dafür das mit der Mitte schon geil, dieser riesen Display. So, wir haben jetzt hier ein paar Elektroautos. Kannst du mir erzählen, was ist an denen so besonders? In den Elektroautos sind die Zukunft. Allerdings würde ich immer noch sagen, solange es Verbrenner gibt, 8-Zylinder AMG, soll man das Thema natürlich auch nutzen. Natürlich soll man Elektromobilität nicht aus den Augen verlieren. Und auch im Elektrobereich gibt es natürlich die AMG-Varianten, wo der Erne gerade dran steht. Der 53 mit 626 PS, ordentliche Leistung. Das ist auch eine geile Masse. Wenn du willst, setz dich gerne mal rein auf das Display bei den Elektroautos, das geht nicht wegenswert. Und im Innenraum dann der Hyperscreen. Boah. Komplett digital. Alter, also von innen sieht das ja geisteskrank aus. Komplett durchgezogener Bildschirm. Das ist ja brutal. Ja, denkt man gar nicht, man ist im Elektroauto drin, ne? Daher, Elektroautos sind auch geil. Das zum Thema Elektrofahrzeuge. Ja, kann man mal überlegen, ey. Was kostet denn so einer? Müsste ich jetzt mal auf das Preisschild gucken. So wie der hier konfiguriert steht, liegt der bei 150.969 Euro. Ist ein Schnapper. Ist aber auch die Nonplusultra-Variante, muss man dazu sagen. Der sieht auch geil aus. Aber ein bisschen lang gezogen, aber die Felgen. Das ist auch ein AMG. Das ist jetzt kein AMG, das ist ein QS. Guck mal her, wie geil diese Türgriff rauskommt. Das sieht ja richtig gut, das passt perfekt zu meinem Anzug. Kann man direkt so mitnehmen. Die Sitze sind schon geil, aber färben die ab, wenn man eine Jeans hat? Je nachdem, wenn man eine Jeans hat, ist es natürlich bei Helmleder immer ein bisschen schwierig, das abfärbt, ja, auf jeden Fall. Und hier reden wir von einer Reichweite bis zu 700 Kilometer. So, Leute, wir gehen jetzt den Weg runter. Ich krieg Flashbacks wie vor 2 Jahren, als wir das andere Auto abgeholt haben. Das war sogar genau hier. Jetzt ist hier aber irgendwie smart. Was stand genau hier? Hier stand das Auto verdeckt mit so einer Decke. Sieht aber schon böse aus. Ja, und gleich gehen wir runter und packen das gute Ding aus. Ich weiß jetzt nicht, wo mein Auto ist. Ihr habt schon jetzt sehr geile Autos gesehen. Mein Auto wird natürlich auch geil, aber das war jetzt die Champions League. Wir gehen jetzt in die Europa League. Das Auto, absolutes Traumauto. G-Klasse. Schwarz, matt, der sieht ziemlich total aus. Das ist einfach schade verkauft. Ja, schade. Gib mal her. Ich war ja damals auch im Mercedes-Museum in Stuttgart, da wurde mir alles gezeigt, so wie der ganze Verlauf war, welches Auto zuerst rauskam und. Ja, und so hat alles angefangen und jetzt sind wir bei solchen Dingern. Das ist schon auch krass, wenn man sich das so überlegt, wie sich das alles entwickelt hat. Von 1885. Ja, ohne Scheiß, ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass die Elektroautos so geil aussehen. Klar hast du jetzt mit dem keinen
riesen Sound oder sonst was, aber ich finde den optisch einfach geil von der Farbe. Das ist schon ein geiles Auto, oder was sagt ihr? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, welches Auto euch so vom Optischen am meisten angesprochen hat. Von hinten gefällt er mir richtig nice. Einfach AMG. So, Leute, wir stehen vor dem Wagen. Wir sind angekommen. Laser verdeckt. Schlüssel habe ich schon. Können wir drauf drücken. Aber schon geil, das haben die alles neu gemacht. Das war ja letztes, vor 2 Jahren war es nicht so. Wir haben überall so Cubes, wo man... Oh, was kommt denn hier? Da wird ein Raumschiff platziert, oder? Das ist ja riesig. Okay. Von innen kleiner, oder? Auch ein bisschen? Von innen ein bisschen kleiner, allerdings haben die hinteren Vorpassagiere eigentlich mehr Platz. Der CLA hat ein bisschen mehr Kofferraum, aber einfach eine andere Karosserieform. Schon geil, auch dieser also Geruch, Leute, das riecht. Dieser Geruch von meinen Autos, brutal. Drück gerne mal auf den Zündknopf, ohne die Bremse zu drücken. Die ambiente Beleuchtung rundum mit dem AMG-Logo auf der rechten Seite. Das hatte mein altes Auto nicht, was ist denn das hier? Das sind die Memory-Sitze. Da kannst du 3 verschiedene Sitzpositionen einstellen und speichern. Sowohl die Außenspiegel als auch deine Sitzposition werden dann automatisch gespeichert, falls du jemand anderen mit deinem Auto mal fahren lassen möchtest. Wow. So, wir starten jetzt zum ersten Mal das Auto. Bin gespannt. Altstand. Sound vermissen, Leute. So, Leute, mein Sitz ist jetzt perfekt eingestellt. Jetzt sind wir bereit zum Fahren, wie in der Fahrschule hier. Let's go. So, okay, Leute, wir fahren jetzt dann langsam los. Danke auch nochmal an Fabian. Gerne, gerne. Ich freue mich drauf, wird eine geile Zeit und danke auf jeden Fall auch nochmal an Mercedes, dass wir das alles ermöglicht haben. Und ja, sagen, let's go. Ich sitze jetzt hier im Auto drin, jetzt sind die anderen Jungs weg. Wirklich unglaubliches Gefühl, wieder so ein cooles Auto zu haben. Freut mich auf jeden Fall mega, ich habe den jetzt für ein halbes Jahr. Jetzt ist die erste Fahrt und ich weiß immer, die erste Fahrt ist was ganz Besonderes. Natürlich hat man auch so ein bisschen Angst, das ist ja wie mit neuen Schuhen. Du hast Angst, dass du irgendwo gegenkommst, dass die direkt schmutzig sind. Und ich freue mich einfach, Mann, sehr, sehr geil. Ich muss jetzt hier erstmal wenden. Ich hoffe, das Handy fällt jetzt nicht um, wenn ich ein bisschen Gas gebe. Ah, cool. Boom. Der blubbert, der blubbert! Junge, diese Blicke von den Leuten, die sind immer unbezahlbar, Alter. Wie die mal alle gucken, ey. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Jetzt sieht man noch mal ein bisschen die Beleuchtung. Jetzt noch mal das Display ein bisschen abgeändert. Also von innen wirklich gefühlt 1:1 wie mein altes Auto. Und das ist einfach mega geil. Man hat hier auch so viel Platz drin, obwohl der Wagen eigentlich ja kleiner ist ein bisschen und nicht so lang ist. Aber ich finde, man hatte genug Platz, auch für mehrere Leute. Und das Fahren gerade war krank. Das hat so Bock gemacht, ey. Ohne Scheiß. Ja, Leute, jetzt bin ich hier in meiner Garage bei der Abmoderation angekommen. Wirklich auch nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die mir sowas ermöglichen. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Lasst einen Daumen nach oben da auf diesem Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wirklich auch sehr korrekte Leute da bei Mercedes. Ich verabschiede mich aus dem Vlog, Leute. Danke für alles an dieser Stelle. Klar, es ist nur was Materialistisches, keine Frage. Es bringt mich auch noch von A nach B. Aber ab und zu kann man sich auch mal was gönnen und ich
mag solche Autos extrem und vor allem Mercedes, die Innenausstattung und das Fahrerlebnis ist einfach was ganz Besonderes und deswegen habe ich mich auch für dieses Auto entschieden. Das war's, Leute. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen da, checkt mein Insta aus, haut rein. Lasst auf Insta ein Foto da, ein Like da. Da habe ich ein Foto mit dem Auto gepostet. Abchecken. Haut rein, Leute. Ciao.